Bei Managern börsennotierter Unternehmen sind oft 2/3 des Gehalts erfolgsabhängig. Aber wie liegt Österreich im internationalen Vergleich? Also ich glaube durchaus in einem vernünftigen Maß, in einer vernünftigen Relation. Aber natürlich, die Diskussion, die wir jetzt haben, ist auch eine ganz automatische weltweit. In Krisenzeiten wird man dieses Thema ganz besonders heiß diskutieren. Bei Unternehmen, die Unterstützung aus Steuergeldern bekommen, sollte eine Gehaltsobergrenze diskutiert werden, so Peierl. Nachdem US-Präsident Obama eine Gehaltsobergrenze von $500.000, also rund 390.000 Euro für Unternehmen will, die Staatshilfe bekommen, ist auch in Österreich eine heftige Diskussion entbrannt. Heute haben sich alle Parlamentsparteien für eine Deckelung stark gemacht. Derzeit ist im Bankenpaket nur ein Verzicht auf Bonuszahlungen für ein Jahr vorgesehen. Die Grundgehälter der Bankmanager bleiben unlimitiert. Noch keine Regelung gibt es für Betriebe, die kurzarbeiten und damit auch Geld der Steuerzahler bekommen. Eine Obergrenze müsste aber mit Maß und Ziel gesetzt werden, sonst besteht laut Managementclub die Gefahr, dass gute Manager vertrieben werden. Gerade in diesen Zeiten, wo es so hohen Wellengang gibt und schlechte Bedingungen, ist es wichtig, die richtigen Kapitäne zu haben, damit nicht Mannschaft und Schiff dann auch noch verloren geht. Eine Möglichkeit wäre, die Managergehälter zu reduzieren, eine andere bei börsennotierten Unternehmen die steuerlichen Begünstigungen von Erfolgszahlungen zu streichen oder Nachhaltigkeitskriterien als Parameter für die Bonushöhe einzuführen. Das ist eine leistungsorientierte Komponente, ein Fixgehalt und einen hohen leistungsorientierten Anteil. Diese Messung sollte aber nicht nur am einjährigen Gewinn, am Bilanzgewinn gemessen werden, sondern da durchaus auch mittellangfristige nachhaltige Kriterien, wie zum Beispiel die Forschungs- und Entwicklungsausgaben, also ob die Führungskräfte auch dort investieren. Unternehmen aus dem Sportbereich haben es bereits vorgemacht. Es geht nicht nur um Hundertstelsekunden, sondern auch um viel Geld.